Hä? So, heute ist der 2. Also die Autos lassen sich wirklich sehr geschmeidig steuern in diesem Spiel. Das muss man nochmal sagen. Ist. Ja, also ja, ne? Sie fahren sich wie geschmiert, ne? Ja, wie geschmiert, ja. Der sieht doch schon so genauso aus. Ja. Jeder TÜV würde sich freuen bei solchen Bremsen hier. Ach, echt. Sag doch sowas nicht, ich hatte es verdrängt. Was, dass du zum TÜV musst? Ich war beim TÜV. Bremsen das hinten, 600 Euro. Ja, sehr froh. Also nur... Kann mal jemand den Gorilla im Hintergrund wegmachen? Das ist ja schön. Also ich hab für meinen TÜV jetzt Anfang Februar oder Mitte Februar die Hälfte gezahlt. Also ich war bei 300. Aber das Schlimmste war bei mir, warum das so teuer war, waren eigentlich die Eintragungen. Ich habe ja Fahrwerk und so drin. Fahrwerk, Sportausbuch und sowas. Und das war eigentlich was, was bei mir die meiste Kohle gefressen hat. TÜV selber waren, glaube ich, irgendwie 115 Euro oder so. War Paul nicht. Ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Man muss fahren, dann reicht. Bei weiten Strecken ist es durchaus angenehm. Man kann sein Auto schon ordentlich behandeln, aber manche übertreiben es echt ein bisschen. Inwiefern? Ja, so diese Fraktion so, weiß schon, so die das dann so überempfindlich nehmen, wenn irgendwas gemacht wird im Auto, so bloß nur still sitzen und nach vorne gucken, ja. Und bloß nichts machen, nichts anfassen. Habe ich kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Problem, das heißt, wo ich ein bisschen empfindlich werde, wenn die Leute rauchen wollen im Auto. Das mag ich nicht. Muss auch nicht sein. Ich bin selber nicht Raucher und ich mag nicht, wenn das Auto nach Rauch stinkt. Aber ich habe eine ganze Zeit lang selber geraucht und in diesem Auto auch nicht in Ordnung, also auch nicht schön. Ja, es gibt auch hässliche, das gibt auch nur hässliche Brandflecken im Teppich und im Sitz. Ja, nein, sag mal so nicht deswegen, aber ich finde es schon widerlich, wenn du dann ins Auto steigst und das ganze Auto nach kaltem Rauch stinkt. Ja, okay, schon wohl, ja. Das ist nicht schön. Ja. Irgendwo überall diese Tabakkrümel findest. Vom Zigarette drehen. Na gut. Oder stopfen oder wie auch immer. Ja, das funktioniert ja auch. Aber das ist absolut abgesehen davon, was bei mir in der Wohnung sowieso eine Nichtraucherwohnung. Alleine vom Vermieter schon her. Gucken, kommt man da oben drauf? Das wäre cool. Aber ich glaube nicht. Wäre natürlich geil, wenn man hier oben auf den Turm kommen könnte. Was haben wir jetzt überhaupt? Was müssen wir überhaupt machen? Assistenten, den Assistenten, okay. Frage, dürfen wir jetzt einfach rumschießen? Ich weiß, müssen wir überhaupt rumschießen? Also bis jetzt habe ich noch keinen. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, nein. Oh. Okay, da sind doch Gegner, gut, ja. Ja. Es ist in dem gelben Kreis ein bisschen schwer zu erkennen. Das macht 5. Wir sind schon scharf. Ach, das ist so, Kevin, das war kein Gegner. Der da unten her. Die Drohne fliegt. Scheiße, Mann! Ja, aber zum Gegner. Ja, du darfst auch rumschießen. Der wurde schon wieder entdeckt. Das ist ja schön. Ich verschwinde mal hier aus der Gegend. Weil der Assistent haut ab. Ich sehe Cassitas Hilfe. Gegner am Boden. Ich brauche ein Auto. Ich werde hier irgendwer beschießt mich hier gerade. Ich sehe Cassitas Hilfe. Brauchst du ein Taxi? Granate fliegt. Komm. Distant und ich machen uns schon mal auf wegen dem Assistenten. Wir haben uns ein Auto geschnappt und fahren mal vor.
Entschuldigung. Der Helfer ist tot. Ich wiederhole, der Helfer ist tot. Es wird nicht lange dauern, bis Cassita die Sache selbst in die Hand nimmt. So, jetzt fahren wir mal im Taxi, gehen wir mal die anderen beiden da holen. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend eine Party. Er versucht die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Ihr könnt doch einfach stehen bleiben. Nomad Ende. Was? Na, wir müssen das E-Zeug spawnen. Wir sind beide down gewesen. Dann machen wir das doch. Dann bleiben wir hier stehen. Genau, jetzt hol ich mal deinen Kofferraum da hinten. Oh, ich habe ein Video. Die sind Gegner nur so als Info. Ja. Was machst du denn da? Ist egal, wo man hinkommt, überall wird der am Rumballern. Ja, was ist denn da los? Na, wenn Kev mitten zwischen den Gegner parkt und sich erstmal umguckt. Na, bitte was? Ich habe eigentlich nicht mitnehmen wollen. So, jetzt kannst du einsteigen. Hier ist nämlich nichts mehr. Ja, merkt man, hier ist wirklich nichts los. Ich habe nicht behauptet, dass nichts los ist. Ich habe gesagt, hier ist nichts mehr. Du willst das Rauch, der Rauch, der muss so. Mit dem Auto ist auch nichts mehr. Aber mehr, komm, es war gut. Auch nicht. Ich bin jetzt gleich schon wieder tot. Und da vorne stehen zwei Autos. Drohne ist raus. Corona. Corinna. Oh, Markus, du enttäuscht mich. Was? Ja, du hast ein Auto im Kofferraum gefunden, genommen. Ja. Willst du nicht mal irgendwas auswählen, Kev? Oder? Ach so, ich könnte, ne? Wollen wir noch bis morgen warten? Können wir bis morgen warten. Und hier unten ist wieder irgendwas. Laut unseren Daten gibt es einen Todestruck des Kartells, der in San Mateo Leichen Todestruck. Zu einem gewissen El Pozolero. Verhören Sie den Fahrer. Zwingen Sie den Fahrer, den Aufenthaltsort von El Pozolero zu gehen. Das Ding bewegt sich übrigens. Was ist denn der? Da unten. Mal nur so nebenbei, du hättest die Straße, wo du gerade drauf warst, eigentlich nur gerade immer gerade auswärts fahren müssen und dann am Ende, wenn es sicher weitergeht, nach rechts. Da wärst du dem LKW quasi fast entgegengefahren. Aber okay. Ich fahre ja nur den markierten Weg lang. Alles gut. Ich sag nur, wie es sein könnte.
Der ist bestimmt bewacht, der LKW. Dann kann ich mal ausgehen. Ich weiß es nicht, ob es ein Konvoi ist, ne? Oder ob der nur alleine fährt. Aber wir werden es in wenigen Metern sehen. Sieht aber so aus, als würde der da gar nichts. Achtet auf den Truck. Wir brauchen ihn lebend. Der hat den Wagen schon voll. Voll mit verdammten Leichen. Also den Typ nicht erschießen. Das habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachposten. Aber den sollen wir doch verhören, oder nicht? Die Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USBVs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Stopp! Ich bin unbewaffnet! Bist du El Pasolero? Hast du einen Arsch auf? Fuck, nein! Der bin ich nicht! Ich fahre nur den Truck, Will. Nada más. Sag mir den Namen und wo ich ihn finde. Er heißt Raul sonst was. Raul Murillo. Sicher, dass du wissen willst, wo er ist? Motherfucker, ja. Sag mir, wo El Pozolero ist. Ich habe schon seit Tagen keine Geduld mehr. Schon gut. Ich sage, wo er ist. Aber ihr werdet wünschen, ihr hättet es niemals erfahren. Toll, ich bin gerade überfahren worden von so einem Idioten. Ich hab's gesehen. Ich auch bin auf dem Pinkel. Unglaublich, du stehst hier rum und wirst überfahren, ey. Ja, genauso ging's mir das eine Mal mit dem Typen der Kirche, den wir geredet haben. Unglaublich. Sie gehen ja so schön im Kofferraum. Ich glaube, die Yvonne, die sitzt hier schon im Kofferraum. Ja, wir können los, wir sind hier schon bereit. Die sitzt nicht nur, die liegt im Kofferraum. Nein, sie wurde nicht entführt, das muss so. Scheinbar hat sie Infos zu El Pozolero ausgegraben. Macht Yvonne im wahren Leben wahrscheinlich genauso. Ja, ja. Das gefällt mir nicht. Wir haben keine ab in den Kofferraum. Ja, kannst du die beim Smart abholen, die quetscht sich trotzdem ins Kofferraum. So viele sind es nicht. Wir wissen nur nicht welche. Ich gucke ein kleines Video gerade. Ich auch. Als ich ein Kind war, wurden wir mal auf Zugstrecke. Immer wenn ein Zug kam, rannte ich ins Bett meiner Mutter. Sie hat mir versichert, dass es keine Monster gibt. Sie hat mich angelogen. Das ist vor die Autopanne hier nebenbei gemacht. El Pozolero, auch bekannt als der Eintopfmacher. Manchmal muss das Kartell eine Leiche spurlos verschwinden lassen. Na, in solchen Fällen schicken sie die Kadaver nach San Mateo. Als erstes steckt El Pozolero die Leiche in ein Fass. Das füllt er damit Natronlauge auf. Natriumhydroxid. Dann deckt er das Fass ab und rührt gelegentlich um. Toll, nach 24 Stunden ist nichts übrig außer Schleim. Breaking Bad lässt grüßen. Den schüttet er in ein Loch. Keine Ahnung, nie gesehen. Wenn Zähnen oder Knochenresten übrig bleibt, zertrümmert er zu Staub. Letztes Jahr verschwanden mehr als 300 Leute in San Mateo. Die Familien wissen nicht, ob die Angehörigen tot oder lebendig sind. Sie können sie nicht begraben. Sie können nicht abschließen. Der Einzige, der wirklich weiß, was mit ihm passiert ist, ist El Pozolero. Das Monster, wir sind hier gerade voll vom feindlichen Gebiet stehen geblieben, ne? Wir werden gerade entdeckt. Nur zur Info. Ja, sollten wir mal tun, ist weg. Sag das nicht mir, sagt das unserem Fahrer. Er ist schon mal weg. Ja, aber krasses Video, ja. Der Eintopfmacher. Das weckt Erinnerungen hier, die Straße. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, nicht nur das hier haben wir angefangen damals. Unsere ersten Folgen hier. Da war mit mit Informationen. Ja, in der Stadt hier rechts, da haben wir, glaube ich, angefangen. So, was machen wir denn jetzt? Wir... Achso, stimmt, das war ja Todesfax, das war ja die Story. Wir können ja dahin. Da gibt es einen neuen Weg, neuen Einsatz. Aber warte mal, was ist hier? Ne, dann machen wir mal, was ist das hier? Das dürfte... Welches jetzt? C, wo hast du das? Ich guck gerade auf der Karte, wo du das markiert hast. Ja, das ist hier, weil... Ja, du musst dann immer weiter, immer rechts fahren. Also jetzt geradeaus die Straße und dann immer rechts. Hier ist das hier... Buena Vida? Was? Ja, ich glaube, ja, da ist das genau. Ja, Björn wieder. Ja, okay.
Vielleicht fährst du mit hinterher. Kann man gar nicht erkennen. Da sind Aufklärungsdaten. Ach so, okay. Ist jetzt keine. Irgendwo einhalten oder näher ranfahren? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja. Frage hat sich gerade erübrigt. Jetzt schnapp ich mir. Und dann. Oh nein, ich bin tot. Drohne fliegt. Plan. Das Kartell will wohl Nachschub zu einer ihrer Basen fliegen. Sehr gut. Das Transportflugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen könnten den Kram brauchen, Boss. Wir müssen nur das Flugzeug stehlen. Was denkst du? Ich nehme die Drohne. Tango getroffen. Drei Mann habe ich weg. Abschuss bestätigt. Ja, der verschwindet mit dem Auto, okay. Ja, verschwindet ruhig. Ach Mist, da war noch einer. Granate fliegt. Was bist du denn? Bei der Waffenkiste, aber da ist noch einer. Hier ist noch ein Blick. So. Jetzt nicht mehr. Zack. Oh, ist der. So gut getan, dass ich die Septe nutze, dass ich sie nicht mehr sehe. Ja. Dann funktioniert das ja gut. Granate fliegt. Der ist für mich die Arme. Habt ihr mal geholfen, Kev? Ja, alles gut, ich hatte doch schon. Granate geworfen. Danke, aber trotzdem. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen packt. Wir holen ihn uns mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Oh, das ist nur eine. Schön. Den hätte ich das auch gerne noch mitgenommen. So. Hat er eine Munitionskiste?
So, der auch weg. Die. Da. Gut, perfekt. Gut.